Hallo, ich bin der Roman von der Firma Elektrofunk Bernhard. Wir werden heute gemeinsam einen Eurostecker und eine Eurokupplung montieren. Was ist ein Eurostecker? Ein Eurostecker ist eine zweipolige Steckverbindung ohne Schutzleiter. Für was braucht man denn? Alle Geräte, die schutzisoliert ausgeführt sind, das sind zum Beispiel kleine Stehlampen, kleine Verbraucher, kleine Netzteile für einen Laptop oder Batterieladegerät oder ähnliche kleine Geräte. Weiters werden wir den Stecker einmal öffnen. Was sehen wir hier? Wir sehen hier unsere Kabeleinführung, unsere Zugentlastung und unsere Anschlüsse. Hier können wir die Anschlussklemmen öffnen. Das gleiche können wir die Zugentlastung. Da lässt sich schön die Zugentlastungsplatte entfernen. Das gleiche machen wir mit der Kupplung. Hier sehen wir wieder unsere Zugentlastung, die Kabeleinführung, die Steckkontakte und die Anschlussklemmen. Und weiters werden wir dieses Kabel an unseren Stecker und an seine Kupplung anschließen. Ich nehme ungefähr das Maß, die Länge, was ich brauche zum Anschluss des Steckers bzw. der Kupplung. Nun nehme ich mir zuerst meinen Stecker her, setze den Einsatz ein und schaue nach, wie lange ich die Drähte brauche. Hier werden die Drähte diese Einführungen in diese Klemmstellen angeschlossen. Also ich nehme das Maß, etwa so lange genügt. Nun kann ich die Drähte abisolieren. Verdrehe leicht die Drähte und stecke meine Aderenthülsen auf. Presse meine Aderenthülsen. Des Weiteren können wir den Stecker hier anschließen, indem ich den Vorderdraht abnehme und man vergesse nicht die Kabeleinführung. Nun kann ich meinen Neutralleiter und meine Phase hier an die Klemmen anschließen. Weiters kann ich meine Steckstifte im Stecker einsetzen und meine Zugentlastung montieren. Man beachte immer, dass die Zugentlastung bzw. die Isolierung immer ein paar Millimeter vor der Zugentlastung hinaussieht. Die Zugentlastung ist ganz wichtig. Wenn es keine Zugentlastung geben täte, täte man beim Anziehen am Kabel, beim Stecker, wie es oft passiert, die Kabeln hier von den Steckerstiften hinausziehen. Bei der Kupplung entferne ich wieder die Zugentlastung, messe etwa die Länge ab, die ich brauche zum Anschließen der Drähte. Hier werden die Drähte von innen durch die Klemmen gesteckt, also etwa diese Länge brauche ich. Setze die Kabelentführung auf, die Gummidülle, schließe meine Drähte an der Kupplung an. Beachte dabei, dass die Hülse schön mittig sitzt. Setze meine Zugentlastung wieder auf. Beachte wieder, dass die Isolierung ein paar Millimeter über die Zugentlastung drüber ragt und klemme sie fest. So, jetzt haben wir unseren Eurostecker montiert, haben unsere Verlängerung fertig und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.